sind Ihre persönlichen Zukunftsvorstellungen in Bezug auf die Schulschwestern Graz-Eckenberg? Ja, heute in der Früh haben wir gesungen zwei Lieder. Und das heißt, wo wir einfach unser Vertrauen gewisserweise in die Hand Gottes legen, Berufe können wir nicht machen. Wir können dazu beitragen. Berufe sind Geschenk. Wenn ich mich heute frage, wundere ich mich oft, oder interessant, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ich bereue in keiner Weise und trotzdem bleibt es ein gewisses Geheimnis. Es wäre also für mich wirklich ein Traum, dass junge Menschen wiederkommen, die dieses Werk weiterführen. Es ist wirklich ein schönes Werk, mit Jugend zu arbeiten. Und besonders das, was unsere Gründerin wollte, mit dem Satz zum Beispiel, legt den Samen des Glaubens tief in die Herzen der Kinder, die Magna Carta nennen wir sie, so Erziehungsgrundsätze, wir aus ihren Briefen herausgenommen haben und die wir vor über 150 Jahre Schulschwestern gefeiert haben und unsere Sprache heute übersetzt haben, dass das wieder vielleicht in einer anderen Form weitergelebt wird. Danke für das Interview.